Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Setup Sinn mit dem Smart Trend Indikator. Ich freue mich sehr, dass wir wieder die Veranstaltung mit Marc Pötter zusammen machen und dass er natürlich für uns heute wieder die Zeit gefunden hat. Und selbstverständlich freue ich mich, dass Sie heute live dabei sind und sich weiterhin für das Thema interessieren. Und ja, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLet. Wie immer schauen wir uns den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt, auch wenn der Markt vielleicht den einen oder anderen Trade zeigt oder Trade-Setups, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, wollen wir auch nicht so viel Zeit verlieren. Gleich macht auch USA auf. Von daher gebe ich sehr gerne den Bildschirm an Marc. Wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Ja, Nelson, danke dir. Ich hoffe, man kann mich auch gut verstehen, aber gehe ich mal stark davon aus. Ich übertrage mal direkt den Bildschirm. Noch ganz kurz für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten, kurze Vorstellung. Marc Pötter, wie gesagt, mein Name, seit 13 Jahren Professional Trader und Investor. Auf der einen Seite, und das ist auch das, was ich mit meiner eigenen Firma im kleinen Team mache, dass wir Handelssysteme und auch Handelsroboter programmieren, so für Daytrader. Auf der anderen Seite, Großteil meiner Altersvorsorge, über 90%, liegt langfristig in Aktien. Von daher sind das so die beiden Schwerpunkte, die mich interessieren. Bin studierter Diplomkaufmann mit Schwerpunkt Kapitalmarkttheorie und auch ausgebildeter Analyst. Also von daher liegt mir immer was am Herzen, an so eine Sache etwas analytischer ranzugehen, also dass wir halt auch mit einer Wahrscheinlichkeit handeln, dass wir in einheitliches Risiko handeln und dergleichen, solche Geschichten. Das möchte ich gleich nochmal zeigen, aber vielleicht für diejenigen von euch, weil da immer auch die Nachfragen kamen, auch auf YouTube, wo man den Indikator herbekommt. Wir haben eine Webseite dafür, wo alles draufsteht. Ich zeige dir nochmal ganz kurz, wie die aussieht und setze auch da nochmal den Link entsprechend in den Chat rein. Also solltet ihr auch dann bei euch in dem GoToWebinar-Tool sehen. So, dass ihr, also darüber könnt ihr den beantragen. Ja, also vielen Dank auch an FXFlat. Also FXFlat sponsort euch diesen Indikator. Der ist sonst, wäre der kostenpflichtig. So könnt ihr den komplett kostenfrei einsetzen. Und dann wollen wir direkt mal in die Handelsplattform gehen und nach Setup suchen, ne? Aber das ist ja auch immer interessant, dass ihr auch mal seht, wie der Indikator aussieht. Der zeigt euch auf der einen Seite einen Aufwärtstrend. Das ist ein Trendindikator. Er zeigt euch also entsprechend an, ja, hier, wo wir die entsprechenden grünen Kerzen hier sehen, hier, ne, das ist entsprechend, dass der Kurs da raufgehen sollte. Wir sehen hier sehr schön bei den roten Kerzen, dass er runtergehen sollte. Die grauen Kerzen, da machen wir nichts. Die sind aber super interessant und das ist zum Beispiel auch ein sehr großer Unterschied zu einem Heik in Aschi oder ähnliches. Weil manchmal sagen die Leute, er sieht so ähnlich aus wie ein Heik in Aschi, weil er einfach halt zwei Farben hat. Wichtig ist, oder hier großer Vorteil ist halt hier dran, das sind echte Kerzen. Das heißt also, ihr seht hier, dass der Bitkurs exakt mit der Kerze mittickert. Das ist beim Heik in Aschi nicht so. Das sind Durchschnittswerte. Das heißt also, hier sehe ich auch halt ganz genau, wo der Kurs in so einem Hochpunkt war, wo der Kurs am Tiefpunkt war. Und das Schöne ist, wie wir halt jetzt hier handeln können, dass wir halt sagen, in dem Moment, wenn die Farbe wechselt, also sagen wir mal hier, na, bei dieser Kerze, da wechseln wir auf Rot. Das heißt für uns Short. Und dann haben wir diese graue Kerze dafür, dass wir unseren Stop-Loss hier drüber setzen, über diese graue Kerze. Ja, da kommt mein Stop-Loss hin. Dann ist das hier meine Risikoeinheit, mein Risiko. Und dann sehen wir halt auch, und das ist der große Vorteil, so handle ich zumindest den Indikator, dass wir halt dann häufig dann ein sehr schönes CRV haben. Ne? Weil wenn ich jetzt mal hier so diese Risikoeinheit mal runtersetze, dann kommen wir hier, also, ne, das ist eine, zwei, drei, dann kommen wir hier ungefähr auf ein 4:1 CRV. Ja, und das ist gerade bei dem Indikator super interessant. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich exakt das, was ich live handle, das sehe ich halt auch im Nachhinein. Ja, das heißt also, du wirst immer sehen, dass bei der Kerze, sobald die öffnet, hat die schon die entsprechende Farbe. Ist also kein nachzeichnender Indikator, wie wir das zum Beispiel beim MACD haben, wo man ein Signal live bekommen kann, aber im Nachhinein dann gar keins da war. Ja, da gibt es viele Indikatoren, die so sind. Ja, und Setup können wir so gleich machen. Ich zeige auch nochmal, ich habe jetzt für euch auch noch einen Hilfsroboter dafür gebaut. Das ist der Chart Trader hier. Den könnt ihr anmachen hier oben drüber. Da zeige ich euch, ob ihr euch auch, den könnt ihr auch kostenfrei nutzen. Könnt ihr auf der einen Seite, könnt ihr hiermit eine Pending Order machen. Ich will euch aber mal zeigen, was hier dran dann interessant ist oder um was es geht.
Es geht im Prinzip darum, dass wir oder dass ich ein einheitliches Risiko pro Trade handeln möchte. Ja, jetzt hier in dem Fall wären das 0,5%, aber da kann man auch 1% eingeben oder 2, halt je nachdem, was ihr möchtet. Und das hat den ganz großen Vorteil für mich, dass ich ein einheitliches Risiko handeln kann. Das heißt, das zeige ich mal eben. Wir machen das nochmal weg hier. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte hier einsteigen, Einstieg, und ich möchte hier oben drüber meinen Stop-Loss haben, dann ist das ja hier mein Risiko, was ich habe, die Risikoeinheit. Und dann kann ich halt hier sagen, über den Chart Trader, das sind zum Beispiel 250 Euro. Und dann rechnet der mir automatisiert meine Menge so aus, dass das auch 250 Euro sind. Auf der anderen Seite kann es sein, dass ich einen anderen Einstieg habe, dass ich zum Beispiel, also nehmen wir einfach mal einen fiktiven Einstieg, könnte sein, ich will erst hier unten Short einsteigen und ich möchte meinen Stop-Loss hier oben drüber setzen. Ja, dann seht ihr, dass wir natürlich viel, viel mehr Punkte Risiko haben, aber auch dann würde mir der Chart-Trader mein Risiko so ausrechnen, dass ich hier 250 Euro habe. Ja, und das ist natürlich ein großer Vorteil, das ist eigentlich das, was in allen Trading-Büchern fast drinsteht, Handel ein einheitliches Risiko. Ja, und das kann ich halt mit dem Chart Trader sehr schön machen. Das zeige ich mal eben. Machen wir mal das Terminal eben an. Mal jetzt hier in dem Konto zum Beispiel jetzt, also ich habe jetzt mal hier auf Pending Order eingestellt. Da könnte ich sagen, ich möchte hier oben, möchte ich einsteigen. Kurz einen Tick abwarten, dass der Tick kommt. So, dann habe ich hier meine Einstiegslinie. Ich möchte den Stopp hier drunter setzen. Und dann, das sind jetzt erstmal nur Einzeichnungslinien. Warum? Damit ich dann das noch anpassen kann. Damit ich sagen kann, ja, so, das will es ganz genau die 57,78 machen. Dann ist das ja quasi hier, das ist mein Risiko, was ich habe. Und dann kann ich sagen, ich möchte ordern. Und dann seht ihr, jetzt macht er Folgendes, dass er mir hier 19,4 CFDs reinbucht. Und wenn ich dann hier draufgehe, habe ich genau das halbe Prozent, die 250 Euro Risiko. Weil das ist jetzt nur eine Pending Order, ich setze sie nochmal raus. Jetzt sagen wir mal, ich will hier nochmal einsteigen. Ich sage, nee, so einen weiten Shop will ich eigentlich gar nicht haben. Ich möchte den hier drunter setzen. Und ich sage jetzt ordern. Dann seht ihr, ich habe eine deutlich höhere Menge, aber kein höheres Risiko, weil ich habe immer noch 250 Euro. Ja, und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das heißt, ich kann damit natürlich hier sowas, nehmen wir das wieder raus hier. Ich kann damit natürlich perfekt hier sowas handeln, dass ich sage, ich will hier einsteigen bei der Kerze und meinen Stop hier hinsetzen, weil er dann exakt mit einem Klick das hier abmisst. Und zwar machen wir das, was ich hier mit der Pending Order gemacht habe. Das geht auch mit einer Markt Order. Das heißt, wenn du hier nochmal draufklickst, auf Pending Order, muss kurz den Tick abwarten. Jetzt haben wir einen Klick. Jetzt bitte vorsichtig sein. Ja, ich mache das nochmal weg. Ich zeige euch aber jetzt, was passieren würde, wenn ich klicke. Ich zeige Ihnen das, ich mache nochmal aus jetzt hier, dass wir jetzt nicht direkt drin sind. Aber jetzt machst du Folgendes, weil wir ja jetzt quasi mit der Marktorder arbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, die nächste Kerze kommt und die wird zum Beispiel rot. Ja, und dann sage ich, ich will hier, also hier ist der aktuelle Kurs. Dann klickst du nur mit einem Klick, klickst du nur dahin, wo du den Stop-Loss setzen willst. Ja, sagen wir mal zum Beispiel, ich möchte den, also sagen wir, wird eine grüne Kerze. Ich möchte den Stop-Loss hier unten drunter setzen. Dann klickst du nur hier unten, ja, also genau dahin, wo der Stop-Loss soll, das zeige ich auch gleich, klickst du da einmal hin und dann macht er automatisiert, in dem Moment, wo du klickst, ordert er die Marktorder hier, rechnet das Risiko so aus, dass wir hier wiederum unsere 250 Euro Risiko haben. Ne, oder halt, was dein Risiko ist, kannst du ja so anpassen, wie das halt für dich passt. Ne, und damit kann ich halt perfekt im 1-Minuten-Chart wunderbar und schnell handeln. Wir gucken jetzt natürlich auch mal ein bisschen Dow Jones. Und das ist natürlich für uns gleich sehr interessant. Beziehungsweise, ich will ihn sogar mal direkt hier nutzen, weil wir sind ja hier eigentlich sehr, sehr schön im Aufwärtstrend. Wir haben jetzt unsere Indikation, dass es grün wird. Ich setze jetzt hier einen Klick. Ich möchte hier unter diese graue Kerze, ich klicke einmal drauf. Und du siehst, wir sind jetzt sofort drin. Wichtig ist jetzt, nicht nochmal klicken, dann wird er nochmal ordern. Ich schalte den halt jetzt aus. Ich gehe hier drauf. Ich habe jetzt 230 Euro. Das kommt aber nur daher,
weil wir im Dow Jones nur ganze CFDs handeln können. Also ich hätte hier den US30 Mini nehmen sollen. Das habe ich jetzt sehr falsch gemacht. Dann würden wir das halt nochmal exakter haben. Ne? Aber du siehst, ich klicke einmal drauf und bin halt direkt im Markt. Und damit kann ich halt perfekt scalpen. Sehe es gerade, ja, vielen Dank. Ein Timer schreibt, ich habe gerade das Netzformular ausgefüllt, die Freischaltung. Das müssen wir manuell machen. Das typischerweise dauert so einen Werktag. Ja, wenn du es morgens machen würdest, dauert es im Prinzip typischerweise so 1 Stunde, 2 Stunden. Dann geht's schneller. Ne? Aber wir gucken, dass wir das zeitnah machen. Ist aber leider ein manueller Prozess. Also von daher, das können wir leider nicht automatisieren. Also Frage kommt, kann man Indikator auch auf anderen Indizes oder auf Aktien einsetzen? Ja, kannst du machen. Ne? Also du kannst ihn ja in alle möglichen Dinge reinziehen. Und einfach halt auch gucken, weil du ihn ja im Prinzip nachprüfen kannst. Wir gucken jetzt mal, was hier passiert. Aber ich sage mal, ein schönes Beispiel, was wir heute Morgen hatten. Ne, gehen wir nochmal hier in DAX rein. Morgens ist ja perfekter DAX-Handel. Ja, oder also egal, ob hier 1 Minute oder auch hier 5 Minuten. Ne, das ist heute Morgen. Ne, da haben wir hier den Einstieg, Stopp hier drunter, bleiben drin und der marschiert nach oben. Also das sind Sachen, wie gesagt, die kann man super handeln. Oder hier eine Minute haben wir auch relativ hier lange gehabt, dass es halt drauf geht. Und da, wie gesagt, wichtig ist, wir wollen natürlich auch immer noch ein bisschen quasi die Expertise, die ihr ja auch in den meisten Fällen mitbringt. Oh, jetzt waren wir knapp dran. Sind wir wahrscheinlich gleich raus, ist aber nicht schlimm. Ja, da sind wir raus, ist aber nicht schlimm. Ne? Aber ich sage mal, hier im Prinzip seht ihr, dass wir viele Einstiege kriegen. Ja, grün, Stopp kommt hier drunter und dann im Prinzip rennt er hoch. Das heißt also, die Performance, die hole ich über so einen Indikator, nicht über die Trefferquote. Ja, das ist also halt ganz wichtig. Also von daher, ne, das ist sogar so, wenn ich hier handle, ich werde in den meisten Fällen sogar schief liegen. Also ich werde, sag mal, sollte ich mehr als die Hälfte verlieren, was aber nicht schlimm ist, weil wir gerade dieses hohe CRV handeln. Also Frage ist, aus welchem Grund ist die Abwärtskerze grün? Also wenn man dieses hier zum Beispiel. Das kommt daher, weil wir ja nicht die Kerze im Nachhinein färben möchten, sondern ich möchte die Kerze immer färben, sobald die Kerze öffnet, damit du die Information sofort hast, wenn die Kerze aufgeht. Und das heißt natürlich hier oben, was halt für die Indikation noch long. Dementsprechend ist die Kerze grün. Ja, und dann bleibt die halt auch grün, weil das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht, dass der Indikator uns im Nachhinein zeigt, ach, diese Kerze, die war rot, wär's immer besser short gegangen, sondern der Indikator ist so ausgelegt, dass du direkt mit Öffnung der Kerze einsteigen kannst. Und dass du das natürlich auch dann im Nachhinein überprüfen kannst und gucken kannst, ne, wie hätte ich das denn halt um sie besser halt machen sollen. Ne? Weil eins ist auch klar, es ist ein Trendindikator, das heißt also, der funktioniert natürlich in einem Trendmarkt gut, der funktioniert nicht gut in einem Seitwärtsmarkt. Ja, das werden wir im Prinzip nie schaffen, dass wir quasi einen Indikator haben, der in allen Märkten gut funktioniert. Ne, da wird vielleicht öfter mal geworben, dass in allen Zeiteinheiten, in allen Märkten, ja, in allen Marktphasen irgendwas gut funktioniert. Ich sage dazu nur, das kann man gerne mal ausprobieren, das wird es nicht. Ne, also das ist halt einfach, sondern ne, ist immer so da wo oder die Stärken, die ein Indikator oder ein Handelssystem hat, sind natürlich, die kommen immer einher, auch auf der anderen Seite natürlich mit entsprechenden Nachteilen, die es hat. Und wir müssen da natürlich gucken, dass wir irgendwas nehmen, wo wir sagen, die Stärken überwiegen die Nachteile. Und das ist einfach das, wie wir da handeln wollen. Frage kommt noch, ob ich das Ganze schon mal mit einem Supertrend kombiniert habe. Ein Supertrend ist ja im Prinzip so eine Art nachlaufender Indikator, also im Prinzip so ein bisschen wie eine Art Trailing Stop.
So, jetzt müssen wir gerade mal gucken, jetzt haben wir 15:30 Uhr, jetzt haben wir die Markteröffnung. Gucken wir eben mal, was ein DAX macht. Ja. Zu der Frage bezüglich farbig beginnend und so weiter. Das ist ja ein normales Verhalten, wenn der Indikator ja auf Schlusskursphase basiert. Wenn die Kerze noch nicht abgeschlossen ist. Ach so, richtig, ja. Ja, Wahnsinn, Nasdaq zieht erstmal deutlich weiter runter. Alter, bleiben wir gerne mal beim Dow Jones, weil der ist im Regelfall, gerade halt nachmittags, halt sehr schön volatil und auch damit halt auch meistens trendstärker als so die anderen Indizes. Ja, zieht er doch ein bisschen nach oben. Könnte also sein, dass da die nächste Kerze grün wird. Ich will hier unter die graue gehen. Na, ist ganz gut, wenn jetzt gerade ein bisschen runterkommt. So, ich gehe mal rein. Na, jetzt bin ich wieder mit einem Klick drin. Ich mache, wie gesagt, dann direkt aus, dass ich da nicht nochmal reinkomme. Und ich habe jetzt wieder mein Risiko direkt eingestellt. Und dann sieht man natürlich, dass er jetzt entsprechend weiter steigt. Die Frage kommt noch, ob hier unten die beiden Indikatoren eine Rolle spielen. Die sind ganz, ganz gut dafür. Zum Beispiel so ein ADX kann man ganz, ganz gut nutzen. Also umso höher dieser ADX-Wert wird, umso mehr ist es ein Trendmarkt. Ja, dafür ist halt interessant. Ansonsten für den Einstieg nutze ich die beiden nicht. Also hier unten, das wäre zum Beispiel ein ganz normaler MACD. Also auch da kann man so ein bisschen halt schauen, ob der einem hilft, ob ich in einem Trend drin bin oder nicht. Ja, dafür im Prinzip sind die gut, aber sonst ist im Prinzip der Indikator, den wir haben, gut. Ja, und wie gesagt, also nicht schlimm, wenn man da rausfliegen sollte. Ja, wie gesagt, großer Vorteil ist halt, wenn wir im Trend drin sind, ne, dass wir dann halt das Vielfache damit verdienen. Und ne, dazu, wie gesagt, gehört auch dann, dass wir ab und zu mal raus, oder sogar bei mir sogar so, dass ich halt häufiger falsch liege, als dass ich richtig liege. Ja, das ist also auch zwangsweise so. In dem Moment, wenn ich halt ein hohes CRV habe, was ich zum Beispiel von 2 bis 3 handeln möchte, in dem Moment habe ich zwangsweise eine schlechte Trefferquote. So, ich warte aber jetzt noch was, weil der Markt anscheinend erst noch mal so ein bisschen die Richtung suchen möchte. Ja, das ist halt auch, das haben wir mal im Prinzip, geht's relativ schnell in eine Richtung, was dann natürlich immer schön ist. Ja, manchmal ist es halt so, dass es ein bisschen dauert. Ja, also da wollen wir jetzt auch nicht zu häufig reingehen, ne, sondern das ist halt wichtig, dass man halt auch weiß, wann ich mal nichts handeln möchte. Ist auch häufig so, und das vielleicht so als Tipp so von meiner Seite, in dem Moment, wenn wir einen sehr starken Trend hatten, dann hast du halt auch häufig dazwischen auch immer wieder Seitwärtsphasen, wo wir halt dann entsprechend Pausen haben. Ne, also das ist halt immer so, dass wir da halt nicht sagen können, in dem Moment, wenn ein starker Trend da ist, das wird definitiv so bleiben. Und dementsprechend halt auch wichtig, dass wir da eine Indikation haben, die wir dann irgendwo konsequent handeln können.
noch mal eben, wie es hier in den Indizes aussieht. Und DAX mich ja heute, gestern, heute nochmal schon stark angestiegen. Also wir sind übergeordnet. Das nochmal schon natürlich definitiv im starken Aufwärtstrend drin. Ja, also von daher natürlich möchte ich grundsätzlich gerne irgendwo long reinkommen, ja, weil halt so ein Long-Trend, der hält sich teilweise sehr lange. Also so diese Übertreibungen, die halten halt auch meistens sehr, sehr lange. Ne, aber wir müssen mal gucken, wie es halt jetzt in ein Minuten ist. Auch interessant, haben wir selten, dass ein DAX so fällt und der Jones dann in der gleichen Richtung steigt. Ja, normalerweise laufen die ja sehr gleich. Übrigens, wer gerne diesen Chart-Trader haben möchte, wie gesagt, kriegt er zu dem Indikator kostenfrei mit dabei, zeige ich eben. Könnt ihr bitte einfach hier auf die Seite gehen, hier unten kurz reinschreiben, ja, Name, E-Mail hinterlassen, Nachricht kurz und senden, ihr wollt einen Chart-Trader haben, dann geben wir euch entsprechend die Infos dazu, ne, und den Indikator halt hier über die ganz normale Seite gerne beantragen, wer ihn haben möchte, nutzen möchte. Das ist kostenfrei einsetzbar. Wenn die Eröffnung heute auch so wie die letzten Tage wird, dann wird es tatsächlich erstmal so ein bisschen hin und her gehen. Ja, naja, das ist halt das, was man leider nie so weiß, wie es kommt. Ne? Also das ist halt auch der Grund, weswegen ich halt sehr, sehr gerne mit einem einheitlichen Risiko handle. Ne? Einfach weil man halt beim Einzeltrade hat man halt gar keine Ahnung, läuft der nicht. Also der Markt kann halt immer irgendwas machen. Also ich kann halt nur sagen, wenn man halt sowas 20, 30, 40, 50 Mal handelt, ne, dann kommt natürlich auch irgendwo die positive Wahrscheinlichkeit raus. Aber wann die halt kommt, ne, und das ist natürlich auch dann manchmal so, dass man im Webinar dann keine guten Trades macht. Aber deswegen auch sage ich das ja hier, dass es halt extra auch oder absichtlich kein Nachzeichnerindikator ist. Ne, einfach damit man sich den in Ruhe anschauen kann, weil das ist wichtig, dass wenn du so einen Indikator einsetzt, dass du da auch dann das Vertrauen hast und auch sehen kannst, wo der halt seine Stärken hat. Ne, und das ist halt nochmal hier schön, wenn man hier sowas sieht. Hier unten, ne, da wechselt es schön auf grün. Hier hat man einen Stopp von 11 Punkten und der läuft mal eben 60 Punkte hoch. Ja, das sind knappen 6er CRV und das ist halt das, wo der halt seine Stärke rausholt. Ja, und das ist aber wichtig, dass man sich halt sowas halt anschauen kann, dass man nicht denkt, okay, ich weiß nicht, was der macht oder was hat er gemacht. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man irgendwas nachprüfen kann, dann ist doch die Sicherheit dann bei sowas deutlich höher, als wenn ich halt bei sowas nicht nachprüfen kann. Guck mal, ein DAX haben, weil das wundert mich eigentlich, dass bis der so schlecht da steht vor der Dow Jones. Im Prinzip immer noch hängt er hier am Tief. Das wundert mich stark. Aber wir können mal gucken, wenn der Dow Jones gleich weiter hochziehen sollte, dass wir dann über den DAX vielleicht sogar long reinkommen können. Wir können hier auch immer mal auf die größere Zeitebene gehen. Also man sieht sehr schön, dass wir
die ganze Zeit im Aufwärtstrend sind. Also von daher bleibt das halt weiterhin, dass ich da eigentlich ganz gerne long reinkäme. Aber ja, gucken wir gleich, vielleicht haben wir jetzt auch hier nochmal einen Farbwechsel, dass wir dann nochmal in Rot sehen und dass wir dann quasi nochmal ein neues Einstiegssignal grün bekommen. Ja, und das wäre dann, wenn das Signal, mit dem ich ganz gerne dann nochmal einsteigen möchte. So, Frage kommt, wird die Trefferquote in höheren Zeiten besser? Da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie du handelst. Ja. Ich handle halt natürlich auch absichtlich halt hier mit einem relativ engen Stopp, also über die grauen Kerzen. In dem Moment, wenn du ein hohes CRV handelst, ist die Trefferquote immer schlecht. Ja, das kommt einfach daher, wenn du eine Trefferquote hättest, sagen wir von einem CRV von 2 oder aber von 3 oder so, und du hättest eine Trefferquote von 80%, dann hätten wir eine Gelddruckmaschine. Ja, dann handeln wir ein halbes Jahr und sind Multimillionär und das mit einem 5.000-Euro-Konto. Ne, das ist einfach nicht realistisch. Das heißt, also es ist immer so in dem Moment, aber da, oder beziehungsweise ich kann das mal eben aufzeichnen. Ne, in dem Moment, wenn ich hier einen Einstieg habe und ich habe einen Stop-Loss, der hier liegt, und habe einen Take-Profit, der hier oben liegt, dann ist das einfach von einem Marktrauschen, von der Wahrscheinlichkeit her, dass ich deutlich häufiger, ne, hier unten drauf gehe, als dass ich halt hier oben hingehe. Oh, ich sehe gerade, haben wir jetzt mal hier mein lieber Mann. Jetzt haben wir ein größeres Gap, was haben wir? 15,42. Ja, also von daher quasi muss man sich da immer entscheiden, möchte ich ein hohes CRV handeln, dann habe ich eine niedrige Trefferquote, oder will ich ein niedriges CRV handeln, dann habe ich entsprechend eine hohe Trefferquote. Ja, also mal sowas zum Beispiel, das sind ja auch Taktiken, die man durchaus machen kann, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel so einen Markt habe, der so seitwärts läuft, ist absolut legitim, dass ich halt sage, ich will hier einsteigen, will meinen Take Profit eng legen, dann mal hier der Einstieg, und will, möchte mein SL deutlich aus diesem Marktrauschen rauslegen, damit ich nach Möglichkeit häufig durch das Marktrauschen in den Take Profit laufe. Das ist zum Beispiel etwas, was wir mit so einem Handelsroboter machen. Da handeln wir exakt umgekehrt zu dem, wie ich zum Beispiel manuell handle. Ja, aber das ist immer zwangsweise so, dass diese beiden sind quasi gegensätzlich, ne? Also die werden wir nicht beide halt in eine Richtung manipulieren können, sozusagen. Also von da kommt es noch an. Und das heißt natürlich, wenn du deinen Stopp zum Beispiel weitersetzt, ne, dann hast du natürlich auch zwangsweise eine höhere Trefferquote. Ne? Und man sieht ja auch, dass in dem Moment, wenn ich die größeren Schwünge handle und ich komme mal hier in so einen Aufwärtstrend rein, den kann ich ja auch entsprechend laufen lassen. Ich muss ja jetzt nicht hier, wenn quasi der Abwärtstrend kurzfristig ist, aussteigen oder sowas. Ich habe mal was für die Statistikfreunde mitgebracht, habe ich vorhin gesehen. Und zwar, wenn der Monat über 8% am letzten Handelstag ist, dann endet der letzte Handelstag negativ. Und das schon die letzten 9 Male. Ah, okay. Das heißt also heute sollte dann der Handelstag negativ enden. Korrekt, nach der Statistik. Ah, na gut, dann gehe ich gleich Short rein. Ich hoffe, der läuft, Nelson. Ich erinnere mich an den Risikohinweis. Ja, genau. Interessant. Also das wusste ich noch nicht, aber da gibt es ja eh. Also gibt es ja so diese saisonalen Dinge. Die sind ja sowieso hochinteressant, ne? Gibt ja auch Das einen stimmt. Halloween-Effekt und all sowas. Also schon ganz interessant. Definitiv, ja. So, ich hatte ja gesagt, dass ich hier gerne nochmal
Long rein möchte. So, mal gucken, was er jetzt macht. Ja, jetzt bei der Eröffnung, was ist das für eine Range? 50 Punkte, 55 oder so? Ja, 50, genau. Ziemlich genug. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist wenig für einen Dow Jones. Ne, warte ich noch mal. Der bleibt jetzt hier so in seiner Range. Für die, Gibt's auch, ja. wer auf Wirtschaftsdaten achtet, also eben sind die Chicago PMIs reingekommen und die sind extrem stark reingekommen. Das glaube ich, also das ist eher was, was ich auch schon seit Monaten beobachte, dass zwar die Nachrichtenlage eher schlecht ist. Ich meine, natürlich auch, weil wir in Deutschland leben und da die wirtschaftliche Lage einfach halt deutlich anders aussieht. Aber so grundsätzlich sind ja so die Börsennachrichten eher schlecht, aber die Indikatoren, ob das jetzt Arbeitslosigkeit ist und dergleichen in den USA, das ist einfach exorbitant gut. Also die wirtschaftlich stark gesehen, ne? Ja, hält sich noch ganz gut. Die amerikanische Wirtschaft, definitiv. Ja, ich glaube, ich meine, jetzt auch ein Wachstum gehabt, glaube ich, von 5,4% haben sie, glaube ich, jetzt rausgegeben im letzten Quartal. Das ist ja also für eine Industrienation irrsinnig viel. Aus dem DAX. Oh, der DAX fällt weiter. Interessant. Galt das für alle Indizes, Nelson, oder war das jetzt nur für irgendwelche speziellen mit dem letzten Handelstag? Das Oder war das war für den rechten tatsächlich Index? jetzt auf den S&P bezogen. Also, ich soll nochmal die Regeln zusammenfassen für den Einstieg und den Stopp. Ich mache es jetzt mal eben im DAX, weil wir es einfach hier klarer sehen. Und ich hab, bei mir ist auch so, ich handle zu 80% DAX, weil ich meistens vormittags handle. Aber hier im Prinzip können wir das halt schön sehen. Also, wir wollen quasi den Farbwechsel abwarten. Und Farbwechsel heißt also dann, dass wir zum Beispiel hier ist jetzt grün. Dann kommt der Farbwechsel hier auf rot. Mit der Öffnung der roten Kerze dann Short rein. Und dann, wenn wir eine graue Kerze haben, dann kommt es über die graue Kerze. Wenn wir keine graue Kerze haben, jetzt in dem Fall eine grüne, über das nächste hoch. Das wäre also quasi dann im Prinzip hier drüber. Ja, und das wäre halt dann der Einstieg, beziehungsweise nehmen wir mal jetzt machen wir hier, also nehmen wir mal das jetzt hier. Da wäre dann, wir haben die grauen Kerzen, es kommt die grüne, mit der grünen steigen wir ein und dann kommt der Stop-Loss unter die grauen Kerzen. Also das ist das. Das ist quasi das klassische Setup, was ich halt gerne handeln möchte. Und dann haben wir halt häufig einen relativ engen Stop und dann kommt halt auch das höhere CAV, was wir nutzen können. Oder hier, das wäre natürlich sowas ist natürlich ideal. Hier Short rein, Stop Loss, hier über die graue Kerze drüber und dann im Prinzip fällt er. Und das ist so das Setup im Prinzip, was ich hauptsächlich handle. Und wo man halt auch dann entsprechend mit dem Chart Trader da entsprechend gut handeln kann. Jetzt gucken wir mal, das sieht besser aus jetzt hier. Und DAX wird jetzt schon langsam
Grau. So, 15:50 Uhr. Oh, Nestec geht so runter. Dann müsste man schon fast andersrum sagen, dafür hält sich der Dow Jones ganz gut, ne? Ja, absolut. Also Frage kommt noch nach dem Exit. Genau, du kannst also entweder aussteigen, wenn es einen Farbwechsel gibt, ja, obwohl da würde ich ein bisschen aufpassen, wenn du zum Beispiel so einen starken Aufwärtstrend hast, dann brauchst du nicht auszusteigen, wenn jetzt hier ein Farbwechsel kommt. Ne? Also wir wollen schon immer halt auch quasi einen übergeordneten Trend, die Trendtheorie, Trendlehre, da quasi mit einfließen lassen. Ich mache es eigentlich tatsächlich sehr, sehr stark monetär. Heißt Beispiel hier, Moment, hier, da geht die Kerze auf. Wenn ich hier Short einsteigen würde und ich habe hier mein Stop-Loss, dann habe ich die Risikoeinheit hier. Ja, und wenn ich halt sehe, dass ich hier, ich sag mal, so zwei bis dreifache, das sind immer gute Punkte, da kannst du auch einfach sagen, schließen. Ja, das ist gut verdientes Geld. Ja, also das ist, also da möchten wir auch jetzt nicht zu viel wieder gegen uns laufen lassen, da zum Beispiel. Ja, also ich mache es, sag mal, sehr stark beim Take Profit übers Geld und weniger über die Farbumkehr. Letztlich. Da wollte ich eigentlich jetzt noch mal rein, aber nicht schlimm. Also Frage kommt, ob ich Teilverkäufe mache. Nein, bin ich überhaupt kein Freund von. Ja, weil Teilverkäufe heißt ja, dass quasi, wenn der Trade läuft und für dich läuft, dass du dann Risiko rausnimmst, also dass man dann eigentlich in dem Sinne vorsichtig wird. Und in dem Moment aber, wenn der Trade gegen dich läuft, nimmst du den Verlust ja immer mit der vollen Menge mit. Also ich will ja gerade in dem Moment, wenn der Trade für mich läuft, will ich ja die komplette Menge für mich quasi eskalieren lassen. Und dementsprechend bin ich absolut kein Freund von Teilverkäufen. Was nicht heißt, dass Teilverkäufe schlecht sind. Ich sage nur, für meinen Handel, aus den Strategien, die ich handle, die fast alle mit einem hohen CRV einhergehen, egal ob das Fibonacci ist oder ob das halt hier so ein Smart-Trend-Indikator ist, da ist es kontraproduktiv. Ja, das ärgert mich jetzt was, weil darauf habe ich eigentlich gerade gewartet hier. Ne, einfach nochmal vom Setup her, da ist der Einstieg und Stop-Loss ist dann hier darunter. Richtig, Frage kommt, wenn die grauen Kerzen überboten werden, dann kommt grüne, richtig, genau. Also da ist ein Trendfilter drin und ich sage mal, ein Trendfilter arbeitet ganz grob gesagt immer so, dass halt, wenn der kurzfristige Kurs, ne, also ich sag mal, so ein typischer Trendfilter in fast allen Trendindikatoren, ja, wenn man quasi so einen Kurs hat, der halt so läuft, ne, und dann zieht der Kurs relativ zügig nach oben, dann im Prinzip wird natürlich, oder dann geht man davon aus, dass weiter steigen kann. Ne, und halt andersrum, wenn es entsprechend runterfällt. Ne, also das ist immer, dass man das Momentum irgendwie als Indikation nutzt, ob es halt eher long gehen kann oder short. Ja, das ist jetzt, das ärgert mich jetzt, weil das ist genau der Einstieg, den ich haben wollte. Naja, gut, ich sage mal trotzdem wichtig, ja, ich muss mal jetzt hier in dem Webinar, ne, dass ihr halt seht, um was es geht. Ne, und eigentlich, ne, was ich halt eben sagte, wenn die neue grüne Kerze kommt jetzt, ne, und das war dann auch mit dem DAX, sowas kann man dann ganz gut machen. Wir haben jetzt hier gesehen, deswegen hatte ich hier drauf geschaut, dass hier hinten auch eine Umkehr kommt. Und die laufen halt oftmals ähnlich. Ne? Und gerade halt dann, wenn es hier so runterging und es geht dann rauf, ne, das war dann eigentlich das, wo ich dann hier gesagt habe, sowas hätte man dann schön nutzen können. Also das ist jetzt genau der, den ich jetzt leider verpasst habe. Aber nichtsdestotrotz, der Indikator hat es jetzt schön angezeigt. Ne, da haben wir jetzt einen Stop-Loss von 27 Punkten. Und wir sind jetzt hier oben schon bei 58. Ja, also schon das 2er CV, also immer die beiden Minus-Trades von eben, die wären jetzt schon wieder drin gewesen. Ne, und darum geht's und ich tippe auch mal, dass das jetzt weiterläuft.
Na, weil das ist ganz, ganz genau das, was wir haben in dem Moment, wenn wir einen starken Trend nach oben haben. Die Übertreibung, der Markt übertreibt, übertreibt, übertreibt. Na, das ist halt ganz, ganz typisch. Und das ist nicht, dass man da sagen kann, das ist nicht rational oder sowas, das macht keinen Sinn, sondern das macht sehr starken Sinn. Da kann man sich einfach mal überlegen, was machen die großen Institutionellen? Nimm zum Beispiel ein Publikumsfonds. Wann kaufen die Anleger Publikumsfonds, wenn die Kurse steigen? Ja, wann verkaufen Anleger einen Fonds, wenn die Kurse fallen? Und dementsprechend, ne, und das ist immer jetzt ein sehr einfaches Konstrukt, ne, wer schon mal Anfang dieses Jahres bei dem Webinar bei FXFlat mit dabei war, wie die Großen die Kurse manipulieren, auch die ganzen Pensionskassen, auch die sind hochzyklisch. Auch die kaufen, wenn die Kurse steigen, und die müssen verkaufen, wenn die Kurse fallen. Ja, und dementsprechend, wenn natürlich immer mehr Leute kaufen, wenn die Kurse steigen, dann ist das natürlich eine Welle, die da losrollt. Und deswegen ist auch so ein Trend halt häufig so lang, dass wir quasi als private Trader dann häufig sagen, oh, das ist doch eine Übertreibung, der Kurs muss doch jetzt mal fallen. Und genau das kommt nicht, aber das ist genau der Grund. Ja, weil dann, umso weiter der Kurs steigt, umso mehr Leute kaufen. Und natürlich kann das immer drehen, wenn irgendwelche Großen jetzt gerade verkaufen müssen aus irgendeinem anderen Grund. Das kann natürlich immer kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, und deswegen, ja, ist es bei mir so, dass mir das egal ist, wie weit halt so ein Kurs angestiegen ist. Wenn ich sehe, dass der Trend long ist und auch stark long ist, dann möchte ich hier long rein. Ja, und das ist genau das Setup, auf was ich gewartet habe eben. Also Frage kommt, welcher Trimfilm sich gut eignet. Ich finde tatsächlich die eine, also ich habe ja sonst, wer mich kennt und auch seit ein paar Jahren vielleicht mitverfolgt, so Fibonacci handle ich fast immer im 5-Minuten-Bereich. Aber mit dem Smart Trend Indikator ist die eine Minute, finde ich persönlich, super gut. Ja. Also auch zum Beispiel DAX, ne, hier der Short-Einstieg läuft hier runter, ne, graue Kerze kommt, grüne kommt, ne, hier hat man Stopp von 9 Punkten circa mit Kosten, ne, und hier läuft er auch schon 15 Punkte hoch. Also ich finde da die eine Minute richtig gut, und das ist auch etwas, was halt vielen entgegenkommt, weil ich natürlich auch in ein, 2 Stunden Trading halt auch viele Einstiegssignale bekomme. Also wenn ich mich als Berufstätiger von Rechner setze und meine knappe Zeit dafür opfere sozusagen, dann kriege ich halt auch entsprechende Einstiege. Ja, wenn ein Chart-Trader haben möchte, gerne bitte hier unten rechts einmal Nachricht hinterlassen, dass wir das auch bei uns in der Inbox haben und abarbeiten können. Okay, ist jetzt Teilnehmer weg. Ja, und hier, wenn die Frage kam, ne, nicht wundern. Also quasi die Trendindikation ist halt long. Dementsprechend, ja, auch wenn jetzt hier die Kerzen fallen sollten, die bleiben erstmal grün, solange die Trendindikation long ist. Ja, also hier geht es gerade nicht darum, wie wir das in einem normalen Kerzenchart haben, dass wir sehen, ob die Kerze fällt oder steigt, sondern hier geht es tatsächlich, ja, wie bei einem Trendindikator üblich, sind wir noch im Aufwärtstrend oder sind wir halt nicht im Aufwärtstrend?
Ja, und das ist natürlich auch Sinn und Zweck der Sache, weil wir typischerweise Aufwärtstrend haben wir ja diese Treppenstufe nach oben. Ja, und das ist natürlich, wenn wir im guten Aufwärtstrend sind, wollen wir ja gerade nicht bei diesen Rücksetzern hier aussteigen, sondern wir wollen ja schon dann den Trend eher mitnehmen. Ja, und dementsprechend ist halt erst in dem Moment, wenn wir dann hier so einen Trendbruch haben, erst dann wird der Indikator dann halt irgendwann wieder rot oder beziehungsweise erstmal grau, dann halt rot. Ja, aber das genau hier so ein Einstieg, ja, wie er perfekt ist. Wir nochmal. Wahnsinn, Nasdaq zieht aber gut runter. Gucken, ob der Dow Jones jetzt auch die Bewegung nach unten macht. Ja, ich würde sogar auch da tatsächlich den, wenn er jetzt rot wird, auch noch mal einem probieren wollen. Leicht Widerstand. Aber so schnell ändert sich das. Aber von daher, das sind natürlich auch ganz gut, dass wir hier so graue Kerzen drin haben, wo man dann halt erstmal im Prinzip nichts macht. Und da gibt es auch ein schönes Zitat vom Charlie Munger. Das war ja die rechte Hand sozusagen vom Warren Buffett. Der ist jetzt kürzlich verstorben am 28., also vorgestern mit 99. Und er sagte halt auch, ich hab das viele Cash, wenn das viele Cash da rumliegt, das ist natürlich schwierig, dass man dabei nichts macht. Aber ich bin nur deswegen so reich geworden, weil ich halt auch mal die Flossen oder die Füße stillhalten kann und weiß auch, wann ich mal nichts kaufen kann. Und so ist es natürlich hier beim Traden auch. Also das Wichtige ist nicht nur, dass man weiß, wo will man vielleicht Long einsteigen, wo man Short einsteigen, sondern auch tatsächlich, ne, wann halte ich mal still, wann will ich halt erst mal nichts machen. Nasdaq fällt und fällt. Also wichtig, passt auf, ne, wenn hier oben das Grün ist, ein Klick, dann ist er scharf gestellt. Also wenn man dann irgendwas einzeichnen will, in dem Moment wäre man drin. Also wenn man was einzeichnen will, einmal den ausstellen, ne, dann kann ich hier entsprechend klicken machen, dann ist der ausgestellt. Und wenn ich halt weiß, so jetzt will ich gleich ordern, dann einmal zweimal draufklicken, dass wir auf der Marktorder sind. Sonst hätten wir ja quasi hier die Pending Order, wo ich dann Ruhe sagen kann, ich will hier unten rein und ich möchte dann den Stop Loss hier hintersetzen. Das kann ich natürlich auch machen, dann sage ich ordern. Dann macht er mir automatisch hier eine Sell Stop Order. Das kann ich natürlich auch so machen. Aber jetzt machen wir mit einem Klick, dass wenn er rot werden sollte, und dann setze ich den entsprechend hier oben drüber. Und dann schauen wir mal, ob er fällt. Also ein Thema schreibt Schulterkopf Schulter im S&P 500. Wurde aktiviert. Ich denke mal, du meinst jetzt Short, ja? Ich habe jetzt den S&P jetzt hier gerade nicht auf. Ich will jetzt auch kurz hier bleiben, weil die nächste Kerze, okay, ist grau. Short, ja, okay. Frage kommt, oder kann ich das nachlesen? Was möchtest du nachlesen? Ich sehe da davor, Moment.
drei Also Zeilen Frage kommt, darüber. ja, danke. Die Frage kommt, wie sich die grauen Kerzen bilden. Die grauen Kerzen heißen im Prinzip nichts anderes, als dass wir in einer Seitwärtsphase sind. Also dass der Indikator halt gerade nicht sagen kann, ne, wir sind jetzt gerade in einem eher Trend oder in einem im Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend. Ich glaube, die Frage, jetzt sehe ich es hier, kommt immer Nachfrage, zielte auf die Formel ab. Die Formel, das ist natürlich nochmal die Expertise und auch das Know-how, das, was wir haben bei SmartMarkets, die exakte Formel, die kann ich natürlich so nicht rausgeben. Und da seht es mir bitte nach, aber das ist natürlich auch das, wo wir, ich sage mal, sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit drin haben. Ne? Das wäre so, als wenn man Coca-Cola fragt, gib mal bitte das oder wie genau geht das Coca-Cola-Rezept. Ne, da werden die auch sagen, natürlich ist es, wenn man es einmal weiß, gar nicht mal so schwer. Das ist auch bei Coca-Cola oder bei der Big Mac-Soße, bei McDonald's habe ich es auch mal gelesen. Das ist wohl auch ein Riesengeheimnis. Ne, aber natürlich, bis man auf sowas erstmal kommt, da steckt natürlich schon eine sehr starke Entwicklungszeit drin. Und von daher, ja, aber wie gesagt, also ne, deswegen, wir haben ihn extra so gemacht, dass man ihn nachprüfen kann, den Indikator, dass er sehr einfach zu bedienen ist. Und es ist ein Trendindikator, also ich sag mal, es ist schon so, dass man da sagen kann, grau Seitwärtsphase, grün Aufwärtstrend, rot halt Abwärtstrend. Also Frage kommt, sehr gut, müssen die Kerzen nicht grün sein, weil der Abwärtstrend nicht gebrochen ist. Der Trendindikator, das ist aber bei den meisten Trendindikatoren so, die gehen nicht eins zu eins nach der Trendlehre. Ja, das heißt also, es ist ein Unterschied, ob wir uns hier die Trendlehre anschauen, ne, wo wir halt sagen würden, hier sind wir im Aufwärtstrend, weil wir hier immer noch diese höheren Hochs haben, höheren Hochs und die höheren Tiefs haben. Ja, trotzdem kann das sein, dass Trendindikatoren bereits zum Beispiel hier sagen, ja, dass zum Beispiel der Teil beim Trendindikator schon rot ist. Ja, einfach weil zum Beispiel das Momentum abnimmt oder dergleichen. Ja, also von daher, das ist nicht das Gleiche. Ne, deswegen sehr gute Frage. Also quasi die Trendlehre, die Trendtheorie, die solltest du als Trader immer quasi auch noch mit einbeziehen. Ja, also deswegen ist auch etwas wichtig, was ich eben gezeigt habe, dass ich mir auch gerade halt morgens immer einmal den übergeordneten Trend anschaue. Ich möchte also immer auch einmal schauen, wo bin ich übergeordnet, genau, damit ich von der Trendtheorie her weiß, in welche Richtung sollte es tendenziell gehen, weil ich auch dann weiß, welches Handelssignal möchte ich denn nehmen. Also das heißt, wenn ich halt weiß, ich bin übergeordnet in einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend, dann will ich halt nicht jedes rote Handelssignal nutzen. Sondern will ich halt eher ein rotes Handelssignal weglassen und eher sagen, ich möchte ja in das grüne Handelssignal, also in den Aufwärtstrend reinkommen. So, aber ich möchte trotzdem jetzt einmal darauf spekulieren, dass wir hier nochmal runtergehen. So, ich mache den direkt wieder aus. Wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal klicke, dann sind wir wieder drin. Ja, DAX fällt auch noch langsam. Jetzt hoffe ich mal, dass der läuft. Wie gesagt, das wäre schade, wenn ich hier den verpasse, wenn die anderen halt nicht laufen. Aber gut, so ist das im Trading manchmal. Aber gucken wir mal. Also das ist also auch so von, also das ist das auch etwas, worauf ich viel gucke. Ich gucke auch viel auf die Uhrzeit. Ja, also sag mal zum Beispiel, wir haben es häufig so, dass wir morgens erstmal in eine Richtung gehen, irgendwann dreht der Kurs, dann gehen wir komplett bis nachmittags, bis zum Markt von den Amerikanern in eine andere Richtung. Ja, dann haben wir so einen typischen Wendepunkt, auch so 16 Uhr. Ja, da kommen auch häufig nochmal Daten raus, dass der Kurs drehen kann. Also das sind auch so Sachen, wo ich einfach nur so als Tipp mitgeben kann. Da würde ich auch ein bisschen mehr darauf achten, zu welchen Uhrzeiten passiert was.
Ja, weil das ist tatsächlich, obwohl viele meinen, dass ganz viele Handelsroboter tatsächlich nur noch traden würden und dass wenig Menschen traden würden. Ich halte dann dagegen, dass ich sage, Handelsroboter brauchen keine Pause. Und wenn wir halt sehen, dass bei uns in der Mittagspause der Markt deutlich langsamer ist oder auch bei den Amerikanern in der Mittagspause, also bei uns 18 Uhr und dergleichen, dass da auch dann häufig Seitwärtsphasen stattfinden. Ne, da sieht man, finde ich, mal dran, dass es halt doch dann zumindest noch viele Menschen gibt, die dann den Handelsroboter oder die Automatisierung dann halt bedienen. Und wenn die halt Mittag machen, dann sagen sie, so, jetzt findet halt erstmal kein Handel statt. Jetzt hoffe ich mal, dass wir da jetzt gleich weiter runtergehen. Also hier nochmal auf die Frage, ne, mit der Kerze. Also hier zum Beispiel sehen wir, dass wenn wir hier diese Hochs und Tiefs nehmen, ne, dass wir natürlich von der Trendtheorie sind wir perfekt im Abwärtstrend. Und trotzdem aber halt zeigt der Indikator, einfach weil es hier schon in so einem kurzfristigen Trend drauf geht, ne, dass wir hier long einsteigen könnten. Ja, da im Prinzip ist natürlich wichtig, dass ich, na, das halt oder das Wissen, was du als Trader hast, natürlich mit einbeziehst. Das heißt, wenn wir hier sehen, es geht fast senkrecht runter, es gibt einen Rücksetzer, dann ist das typischerweise, ist das hier kein Long-Einstieg, den ich nehmen möchte. Ne, ich will schon natürlich das übergeordnete Bild mit drin haben. Ja, und das ist halt einfach da super wichtig. So, aber ich sehe, wir fliegen wahrscheinlich jetzt auch da gleich mit dem anderen Trade raus. Ja. Das, der ist ärgerlich, ne? Dass die anderen Trades nicht funktionieren, das gehört mit dazu, aber mir fehlen halt hier 2R, die halt mit eben dabei sein müssten. Ne? Und das ist halt etwas, ne, wo man dann aufpassen muss. Aber gut, sagen wir mal, ein Webinar, wenn man das ja gerade sagt, das ist anders. Aber das ist vielleicht so, dass man da deswegen auch dann guckt, dass man konsequent handelt und dass man auch mit so einem Tool handelt, damit man so einen Trade dann eigentlich nicht verpassen sollte. Also Dow hält sich da doch stärker als, ja, DAX jetzt zieht aber auch ein bisschen an. Ja, die Nasdaq zieht langsam ein bisschen nach oben, okay. Ja gut, also ich sag mal hier, dort, heute werde ich jetzt hier nichts mehr machen in dem Bereich.
Also jetzt hier im Webinar, weil ich also jetzt erstmal hier ein bisschen abwarten möchte, bis wir irgendwo wieder im Trend sind. Ja, ja, schade halt, also, aber ich sag mal, sonst normaler Handel, die beiden Minus-Trades in Ordnung. Ne, wie gesagt, den, der angesagt war, ne, den hätte ich im Prinzip nehmen müssen. So, das waren hier oben, sagen wir, deutlich über 2R. Ne, und dann hätte man halt den ein Minus gehabt. Also sowas, das ist dann schon ein, ich sag mal, normaler Tag, wo man sagen kann, wenn es ein bisschen schwieriger wird. Aber ja, in dem Moment, wenn wir halt die schönen Trends haben, wie wir sie jetzt heute Morgen haben, ne, das ist halt das. Ne, hier quasi in so einer Phase muss ich halt gucken, dass ich nicht zu viel Geld verliere. Aber da wird der Indikator Minus machen. Definitiv. Ne, aber natürlich in diesen Phasen hier, ne, oder halt auch, ne, mal schön natürlich, weil morgens handle ich keinen, ne, morgens handle ich einen DAX. Ne, das sind halt hier dann natürlich die Bewegungen, die für den Indikator genial sind. Ne, und halt hier wichtig, in dem Moment, wenn ich halt weiß, übergeordnet, ne, das heißt also Stunde, ja, wir sind im absoluten Aufwärtstrend, gerade halt hier die letzten 2 Tage, richtig Druck nach oben, ne, dass ich dann natürlich hier auch, wenn ich halt long reinkomme, da will ich natürlich nicht die kleinen Rücksätze, wenn mal so ein kleines rotes Kerzchen kommt, die Short handeln, sondern dann will ich lieber entweder den Trade durchziehen oder wenn ich halt aussteige, dann immer wieder probieren, in die Aufwärtsbewegung reinzukommen. Und das komme ich hier mit und da mache ich halt auch dann wirklich mehrere Trades in Folge mit einem höheren CRV, mit denen ich Geld verdiene. Ja, und das ist halt das, wo es interessant wird. Deswegen da gerne gucken und wie gesagt, nicht vergessen, quasi diesen übergeordneten Trend, Trendlehre, das alles halt, was ihr kennt. Ja, und dann ist das eine saubere Sache. Und wie gesagt, ich persönlich handle halt gerne so einfach, weil ich nicht weiß, welcher Trade läuft mit einem Chart-Trader, dass ich mit einem Klick das gleiche Risiko habe und dann halt sehr angenehm einsteigen kann. Also Frage kommt, kann ich den mal auf den S&P 500 legen? Das können wir natürlich. So, gucken, US 500. So, das wäre jetzt die eine Minute. Ich weiß nicht, in welcher Zeit dann möchtest du das gerne? Eine Stunde. Ich mache nochmal die eine Minute. Ist natürlich halt mit jetzt auch relativ seitwärts hier, wenn der Dow Jones seitwärts geht. Achso, 3 Minuten. Moment. Ja, die mal eben rein. Das nutze ich persönlich nicht, aber das heißt ja nichts. So, hier werden die 3 Minuten. 3 Minuten, gar nicht mal schlecht. Hätten wir hier den Short-Einstieg gehabt mit Stopp hier oben drüber. Und dann hätte man sogar jetzt hier aktuell erst den Long-Einstieg. Ist ein guter Tipp, gucke ich mir auch mal an. 3 Minuten. Das habe ich noch nie bisher mit gehandelt. Aber das ist halt das Schöne auch an der Börse. Es gibt so viele Indikatoren, Möglichkeiten. Da lernt man auch tatsächlich nie aus, selbst wenn man sowas schon sehr lange macht. Aber so jetzt hier für den S&P 500 ja ein sehr sauberes Handelssignal, was man in 3 Minuten hätte. Mal, wie das jetzt im Dow Jones ausgesehen hätte, interessiert mich auch mal. Ja, Top-Signal. Im Dow Jones wären auch die 3 Minuten sogar. Ja, wenn man hier Short rein und erst hier wieder Long rein, Stopp kommt hier unter die grauen Kerzen, wäre man seitdem Long drin. Guter Tipp, Dankeschön. Ach so, genau, Frage kommt noch, wie komme ich auf die 3 Minuten? Wenn die hier oben nicht drin sind, dann macht ihr folgendes: rechte Maustaste hier drauf. Also, oder auch hier drauf, wenn ihr da irgendwas hinzufügen wollt. Aber hier drauf rechte Maustaste anpassen. Und dann habt ihr dieses Fenster hier und dann seht ihr halt, welche ausgewählt sind. Und dann würde ich das jetzt auch sogar noch hier oben hin tun. So, hier zwischen. Und dann könnt ihr auch zum Beispiel sagen, was ich will jetzt hier die 2 Minuten noch haben. Dann klickst du hier bei verfügbar auf die 2 Minuten. Hier auf den Fall, ne, dass er das hier rüberschieben soll, einfügen. Und dann fügt er dir das da ein, wo du stehst. Also wenn ich jetzt hier bei 5 Minuten stehe und ich würde die 4 Minuten rüberholen, dann fügt er die mir auch hier ein. Ich kann die aber dann hier packen und kann die entsprechend verschieben. Ich mache jetzt mal die 4 Minuten wieder weg, dafür auf Entfernen. Die 2 Minuten mache ich auch mal auf Entfernen, aber die 3 Minuten lasse ich mal drin. Coole Idee auf jeden Fall, weil, also ist einfach nur mal jetzt vom ersten Eindruck.
wäre das jetzt heute für den Einstieg perfekt gewesen. Dann hätte Du man kannst auch ein Short, ja? im Chart rechte Mausklick machen und dann Ach hier, Zeitrahmen. ne? Kannst du auch Minuten da, wenn du nochmal runter, da Also unter hier, Minuten, genau, ja. da sind die auch drin. Ah ja, perfekt, genau. Siehst du, das hatte ich auch noch nicht so auf dem Schirm. Genau, das geht auch. Also rechte Maustaste, Zeitrahmen und dann Minuten. Geht auch. Super, dann von meiner Seite vielen Dank. Ja, auch wie gesagt, vielen Dank immer. Ich finde es immer schön, wenn hier mehr Fragen kommen und es halt mehr Dialog ist als als Monolog ist. Wie gesagt, wer den Indikator gerne einsetzen möchte, kann das kostenfrei machen über die Seite hier. Ja, und wie gesagt, und wer den Chart-Trader haben möchte, hier unten einmal hier auf Nachricht hinterlassen, kurz die Daten eingeben, dass ihr auch dann den Chart-Trader bekommt. Beides für FX-Trade-Kunden kostenfrei. Wenn du noch kein Konto hast, kannst du das hier drüber aufmachen. Ansonsten, ne, das Formular ausfüllen oder beziehungsweise eine E-Mail an die E-Mail schreiben an FXFED. Ne, aber ich denke, das macht Spaß mit dem Indikator, wie gesagt, dass man mal ein Minus macht. Das gehört mit dazu. Also die Gelddruckmaschine, die hat noch keiner gefunden, leider. Aber darum geht es ja auch, dass man halt immer beständig handeln kann und auch Sachen ausprobieren. 3 Minuten werde ich definitiv mal ausprobieren. Im S&P sieht schon gut aus, aber auch hier in dem Dow Jones sah es auch entsprechend gut aus. Marc, da ist noch eine Frage bezüglich Regelwerk, ob eine PDF dazu gibt. No, ich werde noch mal ein kleines Video machen, was dann auch auf diese Landingpage kommt, auf die Webseite. Einfach, dass man das dann auch dann mal nachlesen kann. Ne? Aber ansonsten, deswegen machen wir auch alle 14 Tage dieses Webinar, dass man dann am aktuellen Markt halt direkt fragen kann und so. Aber das ist ein guter Tipp. Also ich werde auch noch mal ein extra so ein kleines Video machen, einfach, dass man die Grundregeln, wenn man den einsetzt, dann schon mal direkt sehen kann. Ja, sehr gut. Dann haben wir alle Fragen beantwortet und vielen Dank, Marc, für das Webinar heute. In 14 Tagen geht es hier weiter. Vielen Dank an alle, die da waren. Und ja, wie immer, werden wir dann die Aufzeichnung auch so schnell wie möglich online stellen auf FXFlat, in dem FXFlat YouTube-Kanal. Und ansonsten wünsche ich natürlich viel Erfolg dir heute und morgen und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und natürlich hast du noch das Schlusswort. Danke. Ja, also von meiner Seite auch vielen Dank. Und genau, in 14 Tagen geht's weiter. Und wie gesagt, probiert gerne mal auch die 3 Minuten aus, was wir eben angeschaut haben. Also gerade so diese kurzfristigen Zeitebenen, hochinteressant. Und wenn Fragen sind, ne, also auch alle anderen Fragen, gerne auch hier direkt bei Chat Nachricht hinterlassen, eintragen, wenn da was sein sollte, helfen wir euch immer gerne. Super, danke schön. Ciao, ciao. Jo, tschüss.